Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir sind jetzt langsam dem Ende nahe, denn ich habe gerade die Nachricht gekriegt, wenn wir jetzt weitergehen, dann können wir nicht mehr zurück und andere Quests erledigen, die noch offen sind. Das ist aber nicht mehr viel. Das sind nur diese bestimmten Sachen hier mit Erkundung der Kartografie und in den Fußstapfen von Professor Seraphidin. Und halt Schädlingsbekämpfung, gestohlene Nachbüten, Darling, also so Missionen. Alles andere haben wir fertig, deswegen ist mir das auch vollkommen egal. Ja, ich werde die Folge jetzt laufen lassen, denn ich weiß nicht, wie lange sie geht. Es kann eine Stunde sein, es kann 40 Minuten sein, es kann 30 Minuten sein, 20, keine Ahnung. Deswegen sollte es jetzt über 30 Minuten sein, dann werde ich einfach weiterlaufen lassen. Und werde mich nicht bei euch verabschieden und euch dann in einer nächsten Folge begrüßen, sondern werde dann, wenn das halt eine Stunde noch geht, dann einfach einen stillen Cut machen. Und ansonsten, ne, werden wir dann halt sehen. So. Los geht's. Ich bin auch gewappnet. Ich habe alles, was ich haben muss. Also ich bin sicher, dass ich, ja. Dass ich halt, ne, fertig bin. Also ich nehme Siona mit. Und wo sind wir denn jetzt hier? Achso, wir sind hier in dem... Warte mal. Ah. Hier sind wir. Versammle die Gefährten, bevor ich zum Heiligtum aufbreche. Aber natürlich. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Weil ich hier gerade irgendwie ein bisschen verarscht werde von der Karte. Bin ich jetzt echt einmal drumherum gelaufen? Ich bin jetzt... Nein, bin ich nicht. Nein. Doch, bin... Ah, geil. Ja, komm. Letztes Mal quasseln wahrscheinlich. How are you feeling, my child? What you are about to do is difficult. Don't make it harder than it has to be, Petrus. Fighting against your cousin isn't pleasant, but it's the only logical thing to do. A nicer way of saying she has no choice. Indeed. I must stop Constantine, regardless of what it may cost me. Not only to obtain an antidote to the Malachor, but also to save this island. I have learned many things by your side, and thanks to you, I was able to give my mother back to the Earth. I won't forget this. And this is my land. My people, I will be by your side. You will not go through this ordeal alone. What's happened to Constantine is regrettable. But you're doing what must be done. You're a good person, Greenblood. Then you can count on your old master of arms to protect you. We will all be with you. After all, this concerns all of us, doesn't it? Naturally. We will be by your side to support you both physically and spiritually. Thank you. You have been precious allies, and you are proving once more the value of your friendship. Now, let's go. It'll be a shame if we arrive too late. Das war eine sehr schöne Ansprache, muss ich sagen. Die glühende Seele hört sich echt nice an. Oh, es sind alle... es sind alle dabei. Och, wie schön. Oh, das ist schön. Kommen die auch alle mit? Schlageinlage in der Region Glendenwald. Achso, ja, jetzt kommen diese ganzen Sachen, die ich halt nicht... Ja, ja, gut. Okay. Und hier ist ein Heiligtum. Die kommen echt alle mit. Das ist so schön. The entrance to the sanctuary has been forced. A fight took place. Constantine managed to get through. Let's hurry. Ach, jetzt verstehe ich's. Ja, klar. Warte. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie.
Oh, ich finde das echt schön, dass die echt alle mitlaufen. Das ist so toll. Ich finde das klasse. Ich finde das richtig klasse. Jetzt kommt es nämlich zum Showdown. Ich sollte eigentlich hier lang, aber irgendwie klappt das nicht. Okay. Muss ich den Weg außenrum nehmen? Hat er schlau gemacht. Mal noch auf den Weg schnell ein Meer. Meer? Was habe ich denn gerade erzählt? Da sind auch noch Leute. Oh, ich trage zu viel Gewicht. Scheiße. Oh. Huchala Hundele. Hab ich mich jetzt erschrocken. Komm hier, das kann man doch hier. Ausrüsten, zurück, ablegen. Ablegen. So, jetzt müsste ich wieder rennen können. Desarde, glad to see you. Sadly, we couldn't stop your cousin. He suddenly stormed our position, along with a horde of enraged creatures. We didn't stand a chance. And now there are beasts attacking us relentlessly. My men are doing all they can to stop them. We thought it best to stay here to keep the path open for you, should you want to face your cousin. Thank you. You did well. I'll do everything in my power to catch him and stop him from carrying out his plan. Keep holding on as long as you can. I need to be able to reach him. Wait, there's a group of creatures coming. May the Enlightened protect me in this battle! A bit of poison on my blade. Then let's go! Watch out! Grenade! Come on, let's see if you can ward off this fate! Come on, put your there! I hope you are ready to beat me. Take a potion if you want to cast more spells! Come on then, cowards! Are you having second thoughts? May the shadow engulf our enemies! Cowards! I'll stay here with them, Greenblood. He's right. We must help them stop these creatures. Are you sure? Every minute gained is a minute that allows you to save us. Glad to have you with us, Kurt. Just like the good old days. And thank you too, Aphra. It is an honor. Enough with the talking, Greenblood. Go. And stop Constantine. I'd hate to be doing this for nothing. In that case, thank you. And good luck to both of you. Na, dann wollen wir mal. Muss ich jetzt lang? Oh, da kommen noch mehr. May the shadow engulf our enemies! Take a potion if you want to cast more spells! Ich dachte, die wollten nicht mitkommen. Jetzt kommen sie ja doch mit. Wie der Kampf sich hier. Ach, die anderen bleiben dann hier.
Ich lasse also immer wieder ein paar zurück, okay. There you are. I was starting to think that we would die here for nothing. Your cousin just passed through here with a horde of beasts, and he keeps sending us more. We won't hold very long. We're not used to fighting creatures like these. We are, and we will hold long enough for you to reach the heart, even if we must die in the process. But you must chase him. You must prevent him from performing the ritual at all costs. If Enon Milfrichtimen dies, we're all doomed. I'm well aware of that, believe me. But here come some more beasts. To arms! Wie komme ich jetzt? Wo muss ich? Ach, da! Oh, da! Take a potion if you want to cast more spells. Wait. I'll stay with my people. And I'll stay with her. One blade more can't hurt. We need to prevent the beasts from following your tracks. Yeah, we could use some help here, to be honest. I wouldn't have put it that way, but the Moridigan isn't wrong. You see? Over and done. You should go now. And may the volcano give you its strength. Well, good luck. Nur Petrus ist noch bei mir. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Nur noch Petrus. So schnell verlässt man mich. Ach. Ja, Petrus wird mich jetzt verlassen. There you are. Praise the Enlightened. Your cousin has already reached the heart. Our other allies informed me. They are also trying to stop the creatures. What do you intend to do? Pursue him all the way there and do everything I can to stop him. In that case, may the Enlightened keep you in his divine... Oh no. More beasts are coming! Be prepared! May the Enlightened protect me in this battle! Your magic is running out! Take a potion! This time, it's my turn. I'm staying with my people. I knew you'd say that. Well, I wasn't going to let the young ones get all the glory. Your help would be a blessing, Father. You see? You should go now, my child. Be careful. We are all praying for your success. Thank you, Petrus. Be careful, too. Es geht los, Leutchen. Jetzt ist es amtlich. Wir sind alleine. Ja, 15 Minuten noch. Das passt jetzt nicht mehr. Und los geht's.
Constantine! Restrain her! Nein. Moment. Ich muss erstmal hier wechseln. Oh Gott, ich bin eingeschlossen. Ich kann nicht weg. Boah, das Vieh ist so stark. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte, wenn ich nicht diesen Blitzschritt hätte. Ich muss das jetzt mal markieren, das Vieh. Wow. Oh, ich hab's gleich. Ich kann keinen Blitzschritt mehr machen. Jetzt ist er böse geworden. Wow. Wow. Das wird langsam böse, ich merke das.
Jawohl! Ha! No! Stop! Oh. Step back. I do not desire your death. I'm sorry. Why? Why have you done this? But for you. For us. So that we may live free at last. This makes no sense. Constantine, it's madness. You don't understand because you're still attached to the old world. This old, dying world which, to survive, has betrayed, used, and manipulated us and would not have hesitated to kill us. Perhaps, but... I've seen death, cousin. And I understood the vanity of it all. My father's ruses, just so he could earn more power. The political bowing and scraping to preserve corrupted nations. I have been offered unrivaled power, allowing me to get rid of this. To send the old world back to its inevitable death, and to build something new here. Something unique. And this new world is my gift to you. You and I could be its new gods, the immortal and benevolent monarchs. He himself is the incarnation of the old world he is speaking of. He has its vices and its poison. For his own immortality, he's prepared to destroy everything around him, to break millennia of cycles. I implore you, flesh of my land, think of all the lives that will come to an end to feed his pride. Don't listen to this old god. He's like all the others, after all, clinging to life. All you have to do is to bind yourself here with me, and we will be gods together forever. Und dann so aussehen? Vor allen Dingen, das ist so falsch, was er da tut. Das ist so größenwahnsinnig. Und er verdirbt die ganze Erde, die Tiere. Und das nur, um diese Macht zu spüren, ein Gott zu sein. Tut mir leid. Wenn ihr das sehen wollt, wie es ist, wenn man sich mit Konstantin binden tut, dann müsst ihr leider bei jemand anderen gucken, denn ich werde ihn definitiv töten. Komm. Sweet prince. Sind wir jetzt tot? Nein, wir sind nicht tot, oder? Wovon was denn? Wir können ja nicht einfach tot sein. Mm-mm. Once Constantine had fallen, Deirdre kept her promise. She led all the native clans as they managed to drive the invaders off their island. The island found peace again, and nature took over the abandoned cities. But the old nations were plunged into war, and the Malachor grew ever more devastating. Those who bravely fought at Dorhad Genadu were celebrated everywhere. After all, if it weren't for this unlikely alliance, the island would have fallen into Constantine's greedy hands. Sieglinde took Kurt as an advisor, but he insisted on keeping his place alongside his former student and friend, watching her back as he always had.
Siora obtained the title of Marl of the Red Spears alongside her twin. She leads them with wisdom, but often reunites with the one she still calls her Karantz. Aphra set aside her weapons and went back to her research on the native culture and flora of the island. It is said that she is even writing a book with the help of Dunkas's clan when not visiting her friends. For his bravery, Vasco was awarded the rank of commander. He now travels the sea at the head of a whole fleet, but he often comes back to visit his sister in arms. Petrus's ambitions have finally been fulfilled. He obtained the much-coveted title of Cardinal. Despite the responsibilities implied by such a title, he still sometimes visits the one he calls his child. Despite the help Ulan received, which allowed him to restore the importance of the seaside Nemeus, he still had to renounce the role of Marl as he faced the contempt of the other clans. After driving off the settlers, Deirdre started destroying what they had built. She wanted to erase all traces of the Inquisitors and Savants who had hurt her people, only keeping what her Karantz advised her to keep. Thanks to the help Dunkas's clan received, it continued on its mission to heal the Earth. It attracted many young islanders who were eager to learn. Ja, das war Greedfall. Ich bin das Ende. Okay, ich rede jetzt erstmal vom Ende. Das Ende war nicht vorhersehbar. Aber, also dass es sich so mit Konstantin entwickelt. Der Kampf war jetzt nicht sehr schwer, aber er wäre wahrscheinlich sehr schwer gewesen, wenn ich nicht meine Fähigkeiten, Attribute und Talente nochmal neu geordnet hätte. Dann wäre es mit Sicherheit sehr schwer gewesen. Da muss ich wirklich noch ein bisschen mehr drauf achten bei solchen Spielen, dass ich mich wirklich ein bisschen mehr mit dem Talentbaum beschäftige und herausfinde, was da alles so gemacht wird und auch lesen. Ich sollte mehr lesen. Also, ja, das zweite Ende, ich werde es jetzt hier nicht zeigen, aber andere haben das bestimmt gezeigt, dass es hier einmal das gute und einmal das schlechte Ende gibt. Natürlich kommt auch alles drauf an, wie man sich natürlich verhalten hat gegenüber seinen Freunden oder wer halt Hochkönig ist. Je nachdem ändert sich das halt. Das haben sie irgendwie so ein bisschen von Dragon Age Inquisition abgeschaut, weil da wird am Ende, erzählt ja auch Morrigan die ganze Zeit, wer zum Beispiel jetzt die neue Göttliche ist und all sowas halt. Ja. Zum Spiel an sich, es war sehr langwierig. Manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nicht wirklich Lust aufzunehmen. Aber das lag nicht am Spiel, sondern ja gut, ihr werdet das jetzt sehr spät hier sehen, diese Folge, weil das sind, glaube ich, über 60 Folgen. Ich habe das mit dem Let's Play aufnehmen und so habe ich in letzter Zeit ein bisschen schludern lassen, seit mein Hund am 13.05.2019 verstorben ist. Mein Seelenhund, und da gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal zu. Ich leide immer noch sehr darunter und hatte anfangs nicht irgendwie die, also ich konnte mich nicht aufraffen, irgendwas zu machen. Und dann bekam ich halt, also Danger ist ja dann vor mir gegangen und dann bekam ich Ghost. Mein Klein, der ist mittlerweile, ja gut, wenn ihr das jetzt seht, ist er jetzt gerade ein Jahr wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, jetzt gerade, wo ich aufnehme, ist er 10 Monate alt. Dann könnt ihr mal nachrechnen, wie lange das dauert, bis die Folgen alle draußen sind. Auf jeden Fall, da hatte ich natürlich auch nicht so viel Zeit, weil so ein junger Hund, so ein Welpe, fordert einen natürlich anders als jetzt so ein älterer Hund. Ich meine, als Danger starb, also er ist einen Monat vor seinem 9. Geburtstag gestorben. Und der braucht natürlich nichts anderes. Der war froh, wenn er gelegen hat. Der hat gepennt und so und alles. Und der Kleine hier, der will natürlich spielen. Und wenn der natürlich dann ruhig auf seinem Platz liegen muss. Und das ist halt alles ein bisschen schwierig. Und das musste er halt erst lernen. Deswegen habe ich da halt auch
hat es halt nicht gepasst und ich hatte halt auch keine Zeit, weil ich mich halt auch um ihn gekümmert habe. Und ich muss sagen, ich hatte mich dann auch, hatte ich dann so Tage, wo ich mich ganz aufgegeben habe, oder ich hatte so Tage, wo ich mich nur mit ihm beschäftigt habe und da ist das halt auf der Strecke geblieben. Mit dem Aufnehmen. Ich werde nicht abbrechen, denn geplant sind noch so viele Spiele. Ich habe mir jetzt noch Jedi Fallen Order oder sowas, oder New Order. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Also das neue Jedi-Spiel habe ich mir jetzt noch geholt. Und also es folgen noch sehr viele Titel. Ich habe mir jetzt auch PlayStation Now geholt. Das heißt, da werden dann auch ein paar PlayStation-Titel dabei sein, die ich eigentlich ohne Game Capture und ohne zweiten Monitor spielen kann. Und ohne Live-Aufnahme. Red Dead Redemption 2 habe ich jetzt auch auf dem PC nochmal gekauft. Das hatte ich ja vorher nur für die Xbox One. Aber es geht halt ums Online-Zocken und da ist halt der PC natürlich besser und vor allen Dingen kostenlos. Also wer übrigens Red Dead Redemption online zocken möchte mit mir, der kann mich gerne anschreiben. Schreibt einfach einen Kommentar hier drunter und dann adde ich euch. Zum Spiel an sich. Ich hatte auch, bevor Danger gestorben ist, hatte ich auch ein Video rausgehauen, also so ein Trailer-Video rausgehauen, welche Spiele jetzt alle so folgen werden. Darunter war auch Life is Strange, die Staffel 3 und 4 und Greedfall oder auch andere Titel wie Game of Thrones, Law and Order, House Party. Dieses Video wird gestrichen. Ich werde es wieder rausnehmen. Oder ich habe es dann schon rausgenommen, wenn ihr das hier seht. Weil Game of Thrones, ich muss da erstmal wieder reinkommen. Ich muss erstmal wieder das Save Game installieren und auch Lust haben. Das Spiel ist wirklich nicht sehr gut, eher langweilig. Aber ich will es jetzt auch nicht abbrechen. Und ich musste letztens auch, also über Weihnachten, meinen PC platt machen. Weil ich eine neue Festplatte gekriegt habe, eine größere. Und ich musste alles neu sortieren. Ich habe ein neues. Ich bin von Windows 7 auf Windows 10 gesprungen. Und ich musste das halt. Und das habe ich halt alles noch nicht fertig. House Party ist auch noch nicht so ausgereift. Da muss ich mir noch die Lösungen angucken. Weil ich hatte vor, das Spiel nicht blind zu zocken, sondern Lösungswege mit euch durchzugehen, um halt alle Sachen zu schaffen. So, Law and Order, ne? So, Life is Strange, Episode 3 und 4 ist längst draußen. Es ist sogar schon die 5. Episode draußen, die gar nicht die gar nicht gezeigt wurde, dass sie kommt. Ich werde auf jeden Fall ein neues Trailer-Video rausbringen, in dem gezeigt wird, dass Life is Strange Episode 5 kommt, was ja schon passiert ist, dass Greedfall kommt, was ja dann auch schon passiert ist, und dann halt die neuen Titel, wie zum Beispiel Jedi, Red Dead Redemption 2 oder sonst irgendetwas. So. Ja. Mittlerweile kriege ich so langsam halt wieder den Anschwung, dass ich wieder aufnehmen möchte und so, aber wie gesagt, meine Zeit ist halt begrenzt und ich werde versuchen, es wieder hinzukriegen nach Greedfall, dass wieder jeden Tag ein Video folgt. So. Zum Spiel an sich. Greedfall war ein super Spiel. Es hatte genau diesen alten Charme. Ich fand, es war eine Mischung zwischen Witcher, Dragon Age Origins und Drakensang. Wer Drakensang nicht kennt, guckt es euch mal an. Vom Stil her passt das. Die Monster, Witcher. Die Technik, Dragon Age Origins, definitiv. Die Charaktere waren gut. Die Quests waren hervorragend. Also es war eine ordentliche Geschichte dabei, die nicht langweilig wurde. Manchmal war ein bisschen das von A nach B laufen nervig, aber dann hat es aber auch wieder an manchen Stellen überzeugt, wo halt dann gesagt wurde, ja, möchtet ihr jetzt sofort mit mir da hingehen oder erst später? Also man hatte dann manchmal auch trotzdem die Wahl, sofort hinzugehen. Das war nicht gut. Man hatte eine riesige Welt zum Erkunden, wo ich mich total drin verlaufen habe. Ja,
Synchronisation fand ich jetzt nicht schlecht. Die ganze Story an sich fand ich jetzt nicht schlecht. Das mit den Eingeborenen und so, das auch mit den Auswahlmöglichkeiten, dass sich das auch wirklich zeigt. Ja, ich sehe gerade. Wann ist das denn gesprungen? Und ich wundere mich, warum der Endkampf so einfach war. Da steht ja, dass Schwierigkeitsstufe einfach ist. Das verstehe ich gar nicht. In den letzten Folgen war Schwierigkeitsstufe normal. Da habe ich ja sogar noch reingeguckt. Sogar noch während der Aufnahme habe ich sogar noch reingeguckt mit euch und musste da die Soundeinstellungen ändern. Und da war die Schwierigkeitsstufe normal. Ändert sich das automatisch? Nee, das kann ja gar nicht sein. Okay, ja gut, schade. Ich hatte eigentlich vor, auf normal zu spielen. Okay, ist ja egal. Geschichte ist Geschichte. Es geht ja hier auch um die Story auf meinem Kanal, ne? Nicht um irgendwelche strategischen Kampfzüge oder so. Das Spiel war super. Es hatte natürlich auch gar keine Konkurrenz, deswegen wurde es auch so gehypt. Ich muss sagen, die Welt war schön gemacht, detailreich gemacht. Da waren so winzige kleine Sachen, an die sie gedacht haben, die aber die Welt umso viel schöner gemacht haben. Und es war einfach schön. Also ich fand das Spiel wirklich toll. Es war von der Grafik her schön, es war vom Stil schön, es war, die Welt war schön, so wie die Blätter da gefallen sind, die Farben, das mit dem Wasser, dann die Tierwelt, die auch so rumläuft, so mit den Hirschen und den Füchsen und den Truthähnen und, also ich war absolut begeistert, das ist wirklich ein Spiel, was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr es selber nochmal spielen wollt, man kann da bestimmt auch viel längere Zeit drin verbringen, aber ich bin jetzt am Ende angelangt und, ja, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.